für ganz tough, ne? Wow, ganz cool, okay? Lass mich in Ruhe! Erstmal entspannen wir uns alle. Bleiben Sie, wenn möglich, drinnen. Es ist Ihre Pflicht, Ordnung zu wahren. Dann komm! Okay, na los, Bewegung. Du hast hier keinen Zutritt. Geh weiter. Der GPS-Verlauf des Spider-Bots, den wir bergen konnten, hat regelmäßig diese Koordinaten angepingt. Unser geheimnisvoller Zeuge, der echten Bombenleger, muss mehrmals zu diesem reizenden, feuchten Ort gekommen sein. Boah, es ist kalt hier und stinkt. Hier kann man eigentlich nur hinpinkeln. Wäre auch geeignet, um diskret eine Leiche in die Themse zu werfen. Bagley, wie komme ich rein? Ich erfasse ein Überwachungsnetzwerk, das etwas unter dieser Brücke bewacht. Wenn du es hackst, kannst du vielleicht reinschauen. Er geht. Warum lassen Sie die arme Frau nicht in Ruhe? An alle Einheiten, ich wiederhole, an alle Einheiten. Es wurde eine feindliche Person in Ihrem Bereich gemeldet. Setzen wir uns in Bewegung. Ende. Zentrale, ich sehe die Zielperson nicht mehr. Ende. Hier muss jemand sein. Auf die Suche. Drohne, Gebiet gründlich durchsucht.
suchen. Zentrale, machen uns auf den Rückweg. Ende. Davon gibt's hoffentlich mehr. Da haben wir wohl ein mega geheimes Bullenversteck entdeckt. Wenn Alvin durch deinen Arbeitsplatz marschieren würde, würdest du auch ins Homeoffice gehen, oder? Der geheimnisvolle Officer war wohl sehr engagiert. Woran haben die Bullen gearbeitet, das zum Toran-Anschlag geführt hat? Der Computer ist ordentlich eingestaubt, aber vielleicht finden wir ja doch was Nützliches. Das ist Inspektor Caitlin Lau, ehemalige Frau Inspektor. Seit Albions Putsch. Die Polizei ist Geschichte. Die Polizei hatte die Beweise eh längst vernichtet. Alles zu Albion, Clan Kelly und den Anschlägen. Aber ich weiß, Mary Kellys Trottelbande steckte mit drin. Auch in anderen Verbrechen, die wir untersuchen können. Ich und einige Vertraute sind risikobereit. Wieder hinter Mary Kelly her. Ich werde es wohl nie lernen, was? Inspektor Caitlin Lau, Videolog. Clan Kelly und Albion haben einen Deal geschlossen. Ich kenne keine Details, aber es sieht nach Menschenhandel aus. Das European Processing Center ist Albions Sache. Seit den Anschlägen können sie Leute einfach von der Straße holen. Als illegale Einwanderer, DedSec-Aufrührer, was auch immer. Obwohl wir die wahre Gefahr kennen.
Also Clan Kelly sammelt diese Leute ein, diese Migranten, Deportierten oder besser Opfer. Und sie bringen sie irgendwo hin. Aber wohin und wieso? Alles führt zur Boss Lady selbst zurück. Ich wusste, sie hatte was damit zu tun, aber sie tat unschuldig. Es gibt nur eine Art, das durchzuziehen. Ständige Überwachung von Mary Kelly. Werde ich erwischt, dann ist das mein letzter Eintrag. Aber ich muss sehen, was sie verbirgt. Der geheimnisvolle Officer war Inspektor Caitlin Lau. Klingt, als wäre Mary Kelly ihr weißer Wal und bei der Untersuchung stieß sie auf die Anschläge. Albion ist schon übel, aber mit Clan Kelly zusammenzuarbeiten sprengt alles. Anscheinend hat Zero Day bei allen widerlichen Sachen in London die Finger im Spiel. Alles führt auf sie zurück, einschließlich Clan Kelly und Albion. Leute werden einfach so aus dem Nichts entführt. Wir müssen ihnen helfen. Inspektor Lau hat erwähnt, dass Albion ihren Teil der Operation vom EPC ausleiten. Detektive wie wir nennen das eine Spur. Ich glaube, ich beherrsche den DedSec-Kram langsam. DedSec hätte dich nicht angeheuert, wenn du dich leicht umlegen lassen würdest. Okay, gut. Dann mal danke. Du wirst dich an Bagleys Eigentümlichkeit schon gewöhnen. Du hast dich gut geschlagen. Die Albion-Clan-Kelly-Sache hat einen schalen Beigeschmack. Und wenn Caitlin Lau recht hat, drängt sich diese Info jetzt in die erste Reihe. Wir haben Grund zur Annahme, dass ein ehemaliger DedSec-Agent noch am Leben ist, aber vermisst wird. Im EPC. Angel Lopez, nicht aus London, aber ich werfe ihm das nicht vor. Andere durchaus. Angel blieb wohl bei der Einwanderungsbehörde stecken. Und so schräg das klingt, hat ihn das vor Zero Days DedSec-Säuberung gerettet. Seit den Anschlägen herrscht in London Fremdenfeindlichkeit. Albion nährt sie. So können sie jeden in ihr brutales Flüchtlingslager stecken. Wir müssen Angel finden, bevor man ihn als DedSec enttarnt. Das hier ist persönlich, Team. Aber seine Spur zu finden, bringt vielleicht etwas Licht in die Albion-Clan-Kelly-Verbindung. Scheiße. Okay, die gute Nachricht ist, dass er hier ist. Niemand nimmt Abgeschobene aus Großbritannien. Die schlechte Nachricht? Wahrscheinlich sitzt er beim EPC fest. Ich habe dir alles geschickt. Ich habe auch schon unserem Kontakt beim EPC Bescheid gegeben. Der kann dich reinbringen.
Das ist der Ort. Je mehr du dich wehrst, desto länger dauert es. Okay, wo ich mir anders überlege. Das da ist der C2S-Hub. Distrikt Kriminalitätsbericht. Albion schaut immer zu. Die Sicherheit Londons.
Also ich sehe hier nichts. Du solltest beten, dass wir dich nicht finden. Offenbar hat Albion ein Überwachungsnetzwerk in Lambeth, das die DDR-Stasi von Knight erblassen lassen würde. Ich bin sicher, dass die Leute in Lambeth gern wissen würden, wie genau sie beobachtet werden. Die Polizei hat ihn wegen möglicher Selbstjustiz im Visier. Er ist ganz allein in die Geschäfte von Clan Kelly spaziert und hat die Betreiber krankenhausreif geschlagen. Ich mag ihn jetzt schon. Vielleicht schließt er sich uns an. Greife auf seine Optik zu. Er ist aufgebrochen zu einem Überfall bei diesen Koordinaten. Oh, die Action möchte ich sehen.
sehen, hey? Okay, ich bin da. Aber von unserem Rächer ist nichts zu sehen. Hören wir uns um. Irgendjemand muss was gesehen haben. Scheiße, das war echt krass. Da kommt dieser Typ rein, ja? Hebt die Fäuste und bam, bam, legt diese Gangster um, Mann. Er hat fast alle erledigt, bevor er überwältigt und reingeschleppt wurde. Na, verdammt. Er braucht wohl unsere Hilfe. Die Untertreibung des Jahres. Diese Kerle da drin sind echt harte Brocken. Mann, in seiner Haut würde ich jetzt echt nicht gern stecken. Er hat also versucht, eine Verbrecherorganisation mit bloßen Händen zu bekämpfen und ist deswegen in Schwierigkeiten? Wow, was für eine Überraschung. Wenn wir ihm helfen, hilft er uns auch, oder nicht? Da ist er, hol ihn raus.
Hilfe! Bitte! Zeit, ihn rauszuholen. Habe ich mich nicht deutlich aus... gedrückt? Tja, was willst du denn? Folger mehr sehen. Nein, hör zu, nein. Alles okay? Kaum zu fassen, dass ich das überstanden habe. Hab's verstanden. Du kannst die Nummer alleine durchziehen. Aber kannst du auch alleine sterben? Du hast ziemliches Glück, dass du nicht längst tot bist, weißt du? Ehrlich, beim ersten Mal war ich völlig im Arsch. Keine Ahnung, warum ich es gemacht habe. Wahrscheinlich einfach nach einem Ausweg gesucht. Aber diese Schweine zu verdreschen war berauschend. Ich habe mich wieder lebendig gefühlt, als würde ich endlich mal was Lohnenswertes tun. Und wenn ich das aufgeben muss, kann ich mich auch gleich hinlegen und sterben. Du siehst kämpferisch aus, stark und so. Das mögen wir bei DedSec. Willst du beitreten? Alles klar. Bin dabei. Zeit für eine Party. Ich werde mir das nicht ansehen. Wir brauchen mehr Schlitzohren wie dich bei uns. Leute, die sich gern die Hände schmutzig machen. Jawohl, ich bin gewillt und bereit für den Dienst. Fantastisch. Dieser Ort ist so unentspannt. Thank you.
mit denen reden? War das? Kriegt mal den Arsch hoch und sucht ihn! Bereich gesichert! Aber ich such weiter! Ein Wichser will mich hier verarschen. Hier ist wohl ein Hacker am Werk.
Monster darf nicht entkommen. Ich spüre die Hackerkraft in mir.